Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ja, worum geht es bei diesem Tagesordnungspunkt? Es geht bei diesem Tagesordnungspunkt um mehr Photovoltaik auf Dresdner Dächern. Und ich könnte jetzt quasi mit dem gewohnten Klassiker anfangen, warum Photovoltaik gut ist, warum Photovoltaik notwendig ist. Es ist produziert CO2-neutralen Strom, es ist ein Beitrag, die CO2-Budgets von uns einzuhalten, es verhindert dann dadurch, wenn wir Glück haben, Kipppunkte, Kyoto, Paris und so weiter und so fort. Kann ich alles machen, Klimakatastrophe abwenden, allein fast alle auf dieser Seite, bei denen renne ich dann offene Türen ein. Sehr viel auf dieser Seite, ungefähr ein Drittel von diesem Stadtrat, da renne ich aber gegen eine Wand. So, weil mit Menschen, die einfach nicht an Klimawandel glauben, muss ich auch nie über den Klimawandel reden. Deswegen werde ich den Rest meiner Rede über wirtschaftliche Aspekte sprechen, weil ich hoffe, dass selbst als wirtschaftliche Aspekte vielleicht dann doch noch ziehen bei Menschen, die ansonsten das alles für Scharlatanerei halten. Also, ganz unabhängig, was für eine Investition ich mache, wenn ich eine Investition tätige und die läuft 30 Jahre und nach 15 Jahren hat die sich amortisiert. Also nach 15 Jahren habe ich so viel Geld eingenommen, wie ich am Anfang ausbezahlt habe, dann ist diese Investition lohnend, ja, weil ich mehr rauskriege, als ich reingetan habe. Und bei Photovoltaik ist das, und Herr Würz hat ja recht, man muss das prüfen, man sollte natürlich keinen Quatsch bauen, aber bei Photovoltaik ist das in sehr, 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 sehr vielen Fällen der Fall, dass es sich wirtschaftlich rechnet. Oder anders gesprochen, wer nicht Photovoltaik, wenn es sich wirtschaftlich rechnet, auf sein Dach wirft, ist dumm. So. Und das ist das eine. Und wenn man jetzt aber nochmal in die Wirtschaftlichkeit hineingeht und es nochmal differenziert, dann haben wir einmal halt die volkswirtschaftlichen Aspekte. Und bei den volkswirtschaftlichen Aspekten, in ganz kurz gesagt, ist zuerst einmal, wenn ich Photovoltaik auf meinem Dach habe, dann ist meine Energiewertschöpfungskette hier. Ja, ich stelle selber in Dresden Strom her und ich muss dafür nichts anderes einkaufen. Die Wertschöpfung ist da und auch die Menschen, die das da hochgeschafft haben, also die Produktionsanlagen, um es so zu sagen, die sind auch hier, die sind hier zusammengebaut worden, die sind hier aufgebaut worden. Zweitens, volkswirtschaftlich gesehen, haben wir viel weniger Abhängigkeiten. Ja, es wird immer so gesagt, oh je, Deutschland muss jetzt Strom importieren. Ja, aber was ist denn mit dem ganzen Gas und dem Öl und dem früher Uran, was wir importiert haben? Das wurden wir auch immer importiert. So, das heißt, jede Kilowattstunde, volkswirtschaftlich gesehen, die ich Photovoltaik habe, bin ich weniger abhängig von dem Ausland. Und das dritte Argument ist mein Lieblingsargument für die AfD. Die schönen deutschen Euros bleiben hier. Ja? Muss man sich mal drüber, mal drüber nachdenken. Also wir haben immer unser Geld so schippen ausgegeben für so tolle, hochwertige Sachen wie Gas und Öl. Ja, schippenweise schippen wir das nach Russland oder Saudi-Arabien oder so. Und noch eine Million. Mein Gott, wäre doch schön, wenn das alles hier bliebe. So, ich meine, ich frage mich sowieso, warum die AfD gegen unser Land ist, wenn sie dauernd das Geld verschenkt und irgendwie nach draußen will. So, also volkswirtschaftlich gesehen gibt Photovoltaik ausgesprochen viel Sinn. Dann noch die letzte Minute. Es gibt natürlich auch lokal Sinn für hier, für Dresden. Weil wir haben hier in Dresden, wir haben nicht nur die Sachsenenergie, wir sind als Stadt die Sachsenenergie. Uns gehört die Sachsenenergie. Und die Sachsenenergie momentan verbrennt zentral irgendwo Gas und macht daraus Strom und Wärme. Das ist auf Dauer kein sinnhaftes Betriebsmodell. Das heißt, die Sachsenenergie muss diversifizieren, wie es so schön heißt, oder die Sachsenenergie muss an verschiedenen Stellen dezentral Energie herstellen, ja, und das dann in Dresden unter der Hand Sachsenenergie als die zentrale Energiedienstleisterin von Dresden. Das kann sie aber nur werden, wenn sie endlich mal ans Machen kommt. Und dafür ist dieser Antrag sehr gut, denn wir kriegen dann an vielen, vielen, vielen Stellen auf kommunalen Gebäuden kleinere, mittlere, größere Solaranlagen und die Sachsenenergie kann das mal einüben, kann das dann auf den privaten Sektor ausdehnen, weil wenn wir das nicht machen, ist, so ist meine Vorhersage, die Sachsenenergie vielleicht in 10 Jahren nicht mehr da und das wäre nicht gut.
Ein, zwei, drei Worte noch zu den Ersetzungsanträgen. Also Grüne, selbstredend, super Sache. Linke, ja, Wirtschaftlichkeit sollte man prüfen, auch super Sache. FDP, gerade wenn es modifiziert ist, auch super Sache. Also Dissidenten, ich als Person, als Pirat, stimme allen Ergänzungsanträgen zu, stimme diesem Antrag zu. Und ich hoffe, dass er heute eine Mehrheit kriegt. Dankeschön.